Herr Reusch, Kümmer-Armaturen gibt es seit fast 50 Jahren auf dem Markt als privat geführtes Armaturenunternehmen. Auf welchen Gebieten sind Sie hauptsächlich tätig? Ja, der Schwerpunkt unserer Armaturen liegt in der Sicherheitsabsperrung für Brennstoffe, und zwar für gasförmige und flüssige Brennstoffe. Wir produzieren Armaturen in dem Nennweitenbereich, Nennweite 15 bis 500 in Ventilbauweise. Und für niedrige Gasdrücke haben wir ein Klappenprogramm als Sicherheitsschnellschlussklappen im Nennweitenbereich von Nennweite 300 bis 3000. Nennweite 3000 wiegt eine Klappe ungefähr 12 Tonnen. Mit welchen Produktneuheiten sind Sie derzeit auf dem Markt? Ja, speziell, da wir Sicherheitsschnellschlussarmaturen entwickeln, haben wir einen neuen Bedarf aufgetan, und zwar Schnellschlussarmaturen für Gasturbinen mit einer unglaublichen Schließzeit von 0,1 Sekunde. Das ist wie ein Hammerschlag, und dieses haben wir gelöst mit einem pneumatischen Antrieb, was eine Neuheit auf dem Markt darstellt. Welche Produkte führen Sie für Regelaufgaben? Für Regelaufgaben war bisher nicht so unser Schwerpunkt, da wir mehr Sicherheitsabsperrarmaturen machen. Aber wir haben jetzt eine Neuerung, eine Kombination zwischen einem Regelventil und einem Schnellschlussventil in einer Armatur vereinigt, sodass der Kunde wirklich den Vorteil hat, er hat eine sichere Absperrung und kann gleichzeitig eine Menge oder einen Druck regeln. Das heißt, das Thema Sicherheit spielt eine sehr große Rolle in Ihren Produkten. Ja, wir stehen für zuverlässige Sicherheitsventile. Und unser Wahlspruch der Firma ist safe und reliable. Das sagt eigentlich alles.